Hallo, ich bin Mathilda und ich baue euch heute ein Hörmemory. Dafür habe ich verschiedene Sachen zusammengesucht. Wasser, Reis, Kiesel, Sand, Nüsse, Kastanien und Filmdosen. Die Dosen sind gut, die sehen alle gleich aus. Ich fülle die einzelnen Sachen in jeweils zwei Dosen. Dabei ist auch die Menge wichtig, damit alles unterschiedlich klingt. Diese Sachen habe ich ausgewählt, weil sie sich alle unterschiedlich anhören. Ich fange mit den Kastanien an. Jetzt geht's bei den Nüssen weiter. Wichtig ist, man muss immer die gleiche Menge nehmen. Jetzt ist der Sand dran. Jetzt sind die Kiesel dran. Jetzt kommt der Reis. Als letztes kommt nun das Wasser. Wie ihr seht, können wir jetzt Hörmemory spielen, indem man die Dosen schüttelt und die Klänge vergleicht. Klingt nur nicht gleich. Das könnte gleich sein. Guck mal, Reis und Reis. So leicht könnt ihr euch ein Hörmemory bauen.
Und wenn ihr keine Filmdosen zu Hause habt, dann nehmt ihr einfach alte Joghurtbecher und verschließt sie mit Backpapier und Gummiring. Probiert's doch auch mal aus. Tschüss!